Ja, hallo, schön, dass ihr da seid. Es weihnachtet sehr und deswegen habe ich auch die Uli Behrens mitgebracht, weil wir wollen heute zusammen kochen. Uli, warum habe ich dich gerade ausgewählt, um mit mir das Weihnachtsmenü zu kochen? Hast du eine Idee? Da habe ich eine ganz großartige Idee, weil ich durch dich es geschafft habe, mich vegan zu ernähren und mich so dafür zu begeistern, dass es so weit gekommen ist, dass ich nicht nur gesundheitlich allerbeste Werte habe, sondern auch noch ein eigenes Kochbuch geschrieben und veröffentlicht habe. Und da bin ich mächtig stolz drauf. Und daraus kochen wir heute was ganz Köstliches. Wir kochen aber ein Weihnachtsmenü. Ein Weihnachtsmenü. Ja. Ein einfaches Weihnachtsmenü, ohne Stress. Genau, weil die meisten Leute haben an Weihnachten Stress und das geht ruckzuck, was wir hier vor euch haben. Also von daher, bleibt dabei, es wird ganz spannend und es wird so weihnachtlich gut schmecken. Richtig. So, wir starten jetzt gleich mit unserem Weihnachtsmenü. Uli ist da. Wir kochen aus ihrem Kochbuch Love Vegan und auch aus unserem Arthrose-Lüge-Buch, weil da sind ganz feine Rezepte drin. Und ich stelle euch jetzt mal die einzelnen Gänge vor, die wir vorhaben. Der Hauptanteil ist von dir, Uli. Ja, genau. Hm. Wir starten mit einem ganz köstlichen Feldsalat, den wir mit einem Avocado-Cashew-Dressing anrichten. Dazu kommen filetierte Orangenscheiben und etwas Granatapfelkerne. Mhm. Und bevor ihr dann loslegt mit dem Essen, dachte ich, es ist schon mal ganz gut, wenn man so ein bisschen Grundlage hat, so eine gesunde Grundlage. Also noch vor dem Salat, da gibt es einen grünen Smoothie, einen richtig gesunden. Ihr wisst es ja. Und es ist auch einfach wirklich deswegen gesund, weil da sind Wildkräuter drin. Und da ist auch was drin, was ihr wahrscheinlich gar nicht normalerweise benutzt. Das ist mein aufgebrühter grüner Tee. Und die grünen Blätter, die sind ja so wertvoll von diesem grünen Tee. Und das kommt auch in den Smoothie. Etwas Chiasamen, Apfel, eine Mango. Und entweder nehmt ihr grünen Tee, wie ich das jetzt auch tue, oder auch einfach nur Wasser. Aber man kann auch irgendeine Pflanzenmilch nehmen. Und das zeigen wir euch dann auch gleich, wie das geht. So, ja. Dann sind wir mit deinem Feldsalat. Fangen wir dann an, wirklich dieses Menü und den Weihnachtsabend zu feiern oder aber auch den ersten Feiertag, je nachdem. Genau. Und wir machen weiter mit einem ganz köstlichen veganen Gulasch, das aus eingelegten Sojawürfeln besteht. Die Sojawürfel werden zunächst mit wird heißes Wasser aufgekocht. Dann kommt dort Soja, Tamari-Soße hinzu und Tomatenmark. Das vermengen wir und lassen die Sojawürfel einziehen, so wirklich mal 15 Minuten oder 20 Minuten. Und dann werden die herausgenommen und richtig gut in einem Sieb abtropfen lassen. Das kann man am besten am Tag zuvor machen, dann sind die Sojawürfel fertig. Und was übrig bleibt, kann man auch gut einfrieren, hat man sie jederzeit zur Hand. Dazu kommen rote Paprika, rote Zwiebeln. Alles wird zusammen gebraten mit Tomatenstücken. Und das Allerschönste daran ist, wir haben das schön angebraten, noch mit ein bisschen Rauchpaprika gewürzt und Paprika. Und dann geht es bei 220 Grad in den Ofen und köchelt eine halbe Stunde vor sich hin mit geschlossenem Deckel. Und dann haben wir 15 Minuten ohne Deckel fertig. Ja, und es schmeckt einfach köstlich. Wir haben das natürlich alle schon vorher häufigst ausprobiert. Aber es ist ein schönes warmes Essen für die kalte Jahreszeit. Es ist gesund. Und ehrlich gesagt, wenn ihr das nicht unbedingt verratet, dass das Soja ist, dann könnte es passieren, dass keiner merkt, dass es Soja ist. Und das ist einfach ganz schön. Und dazu gibt es, da haben wir schon die geschnittenen Brötchen, Dinkelbrötchen haben wir genommen. Genau, gesunde Dinkelbrötchen. Daraus machen wir ganz köstliche vegane Semmelknödel. Auch ein wirkliches ein Genuss zu dem Gulasch. Und zu dem Gulasch als Gemüse hinzu nehmen wir noch einen schönen Rotkohl, der besonders gesund ist, wegen der hohen Farbwerte. Wie heißen sie? Sekundäre Pflanzenstoffe. Sekundäre Pflanzenstoffe, ich werde es mir merken. Ich esse ihn super gern. Dazu nehmen wir natürlich dann auch eine rote Zwiebel. Ein Apfel kommt hinzu, der wird fein gerieben. Zwei Lorbeerblätter und zwei Wacholderkugeln. Noch ein bisschen Gemüsebrühe. Und dann
wenn der fein geschnitten ist, ein Esslöffel davon und noch einen Schluck Rotwein und Balsamico und dann köchelt er vor sich hin. Das hört sich jetzt nach vielen Zutaten an, funktioniert aber tatsächlich ganz einfach und auch fast von allein. Ja, das meiste hat man auch eigentlich davon zu Hause. Also wir haben immer Zwiebel, Lauberblätter, Wacholder, Gemüsebrühe haben wir zu Hause. Genau. Die Tomaten in Stücke. Also wir haben das immer alles zu Hause und ich glaube, ihr meistens auch. So, und dann gibt es auch noch einen himmlischen Weihnachtsnachtisch oder eine Nachspeise. Genau, wir machen heute eine Kokos-Panna Cotta mit Himbeerpüree. Also dafür brauchen wir Kokosmilch, gefrorene Himbeeren, gehen auch frische, aber im Winter manchmal schwierig, Agavendicksaft oder Xylit, Zucker, was man im Haus hat, Agar-Agar. Agar-Agar zum Gelieren, das ist eine pflanzliche Substanz, die durch solche Süßspeisen zu einer Festigkeit verhilft, wie man sie sonst von nicht veganen Speisen kennt. Und das ist auch noch gesund. Und noch etwas Vanille oder Vanillezucker hinzu, dann wird das ganz geschwind zusammengetan, gerührt. In 5 Minuten ist es fertig, geht in den Kühlschrank. Und nach einer halben Stunde kommt dann das pürierte Erdbeerpüree noch. Nicht Erdbeer, würde aber auch gehen. Genau, denke ich auch. Himbeerpüree drauf, nochmal 3 Stunden durchziehen lassen im Kühlschrank und man hat ein köstliches Dessert. Könnte man das auch am Vorabend schon machen? Ja, das geht eben. Auch. Auch und das, absolut. Das ist eben auch nochmal so ein Hinweis für euch. Okay, den Salat müssen wir frisch machen. Gulasch könnt ihr schon am Tag vorher machen. Die Semmelknödeln. Kann man auch am Tag vorbereiten, am Tag zuvor vorbereiten, wenn man möchte. Und dann einfach im Kühlschrank mit so ein bisschen Frischhaltefolie abgedeckt stehen lassen. Das heißt, ihr habt einen wunderbaren, entweder Heiligabendabend oder einen wunderbaren ersten Feiertag oder auch zweiten Feiertag und ein hervorragendes, gesundes Essen und habt Zeit für eure Freunde, für eure Familie, weil ihr nicht den ganzen Tag in der Küche stehen müsst. Ja, und wir fangen jetzt mal an, es vorzubereiten und zeigen es euch dann. Genau, noch eine kleine Ergänzung. Das Wunderbare hieran ist, außer der Panna Cotta natürlich, man kann das Gulasch und auch die Knödel und auch das Rotkohl, was übrig ist, sollte etwas übrig sein, was ich nicht glaube, könnte man es auch einfrieren und noch ein zweites Mal genießen. Ja, dann geht's los. Jetzt gehen wir mal in die Küche. Ja, okay, ciao. Ciao.